willkommen zu meinem oder unserem letzten Tag der Halloween Season 2021. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland und zu unserem, Brina ist auch wieder am Start, letzten Vlog der Halloween-Season. Es ist relativ spät, wir haben knapp, ja, glaube ich, kurz nach 11. Wir mussten erstmal, naja, ausschlafen kann man das auch nicht nennen, also ich habe, glaube ich, nur so 4,5 Stunden geschlafen. War eine kurze Nacht, war ein anstrengender Tag gestern, die Halloween-Party, könnt ihr euch ja selbst anschauen. Das Video ist ja bereits online, verlinke ich auch gerne bei dem i, also macht euch jetzt selbst ein Bild. Es war sehr, sehr anstrengend, die Nacht war kurz, aber wir haben gerade tatsächlich sehr Glück mit dem Wetter, wollen noch ein paar Sachen einkaufen, vielleicht den ein oder anderen Charakter treffen, der nichts mit Halloween zu tun hat, denn ja, wir haben jetzt gesagt, für uns Halloween eigentlich fast schon wieder vorbei, 1. November. Ich habe zwar noch Christmas begin. Brina hat schon den roten Mantel an, aber eigentlich nur, weil sie Mickey Sorcerer darstellen möchte. Aber ich könnte damit doch vielleicht auch mal den Weihnachtsmann bauen. Könntest du auch den Weihnachtsmann bauen. Überlege ich mir für unseren nächsten Trip. Genau, wir sind ja wieder in weniger als 2 Wochen sind wir ja schon wieder hier. Mensch, Zeit vergeht. Was soll ich noch erzählen? Genau, es ist super voll. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde am Parkplatz, also vor dem Parkplatz warten müssen, weil ja so viele Autos da sind. Aber ich kenne das. 1. November. Ist einer der meistbesuchten Tage, finde ich, im Jahr. Es ist immer proppenvoll. Also Attraktionen werden wir auch heute nicht machen. Das heißt, wir sind nichts gefahren in den 3 Tagen. Aber es macht uns gar nichts. Nächstes Mal wieder, wenn Daniel dabei ist, müssen wir auf jeden Fall wieder Phantom Manor fahren. Wir nehmen einfach die Energie der Shows und der Charaktere auf. Genau, also Attraktionen werdet ihr heute nicht sehen. Aber vielleicht den einen oder anderen Charakter. Vielleicht sehen wir noch die Prinzessin. Ja. Brina freut sich immer über die Prinzessin. Ja, das ist ein tolles Lied. Oder den Maleficent Drachen mal sehen. Ansonsten lassen wir uns heute treiben, ganz gemütlich, ein paar Fotos machen. Das Wetter ist nämlich schön. Und ja, wir nehmen euch natürlich wieder mit. Ja, uns hat es jetzt doch zuerst in die Studios verschlagen. Da waren wir auch dieses Wochenende noch gar nicht, um ein paar Bilder zu machen. Hier bei dem Brunnen, denn Brina hat ja den Sorcerer Bound an. Dann machen wir hier ein paar Bilder hinten hinter der Halle und dann gehen wir wahrscheinlich wieder rüber. Es ist gerade sehr schön, die Sonne, es tut so gut. Also Brina und ich sind total begeistert wegen dem Licht heute. Es ist einfach, die Sonne scheint, es sieht alles um 100-fach einfach schöner aus. Und das versuche ich natürlich auch mit den Videoaufnahmen.
so gut es geht, einzufangen. Also es ist einfach gerade wirklich sehr schön. Müdigkeit ist weg. Ja. Wir sind jetzt hier in der Animation Academy. Hier kann man ja Disney-Charaktere zeichnen mit Anweisung. Wir haben das noch nie gemacht. Ich bin auch ein super schlechter Zeichner. Aber wir dachten, schauen wir mal vorbei. Vielleicht haben wir Glück. Es sind einige Leute vor uns. Die Daumen sind gedrückt. Mal sehen. Ansonsten vielleicht beim nächsten Mal. Aber wenn ihr mal hier seid und gerne lernen wollt, wie man einen Charakter zeichnet, kommt hier in die Animation Academy. Und da hinten ist auch Olaf, der macht gerade Pause. Ja, der ist gerade hinter uns vorbeigelaufen. Ach so, na toll, wieder verpasst. Olaf! Where's Samantha? On va dessiner les joues, the cheeks. Two big curved lines for the cheeks. Starting on the corner of the mouth. Draw a Disney character. So, first of all, who here speaks English, please? Raise your hand. The boss! Woo! Mickey Mouse! Okay, oh, great. We will start our drawing. We are going to do a warm-up, okay? Avant de commencer notre dessin, nous allons faire un échauffement. Les mains en l'air. Hands in the air. D'accord? Everything starts with a very simple shape. That shape for Mickey is going to be a circle. So let's draw a circle in the middle of our ici pour rajouter deux lignes en diagonale pointillées, two diagonal dotted lines for the ears later, okay? So we start off here and we just add two dotted diagonal lines. Et ensuite, deux ovales pour les yeux. Two ovals now for the eyes, so one oval on each side of the vertical line resting on top of the horizontal line, okay? So two big ovals. Okay, now we are going to add three small crosses, okay? On va rajouter trois petites croix. Alors, un, deux et trois. Three little crosses. One, two, and three. And then we'll join them together with a big letter M. Comme ça, on peut dessiner une grande lettre M pour son masque, for his mask. Okay, so now the cheeks, two half of a love heart, okay, that comes out of the circle and joins the bottom of our circle. Join these crosses together with a big smile. On peut rajouter une grande lettre U. And then we are going to disguise the two crosses that we drew earlier, that we added earlier, with two little C's on each side for the dimples. One and two. On va rajouter deux lettres C. Yes. Les oreilles, oui. Alors, on va rajouter deux cercles. Two circles, one on each side for the ears. The mouth, okay, et la bouche, mais pas la langue. Pina. Hi, Olaf. Oui, après. Yes, I'm gonna draw you after, don't worry. Son chef-d'œuvre, bien sûr. Alors, on peut commencer par la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 1er, the 1st keine Ähnlichkeit. Of November 2021. And then we are going to
add our name. So I'll add my name, you guys add your name on the in the top corner. Et vous pouvez aussi Ja, ihr habt es ja schon beim Zeichnen gesehen, das ist nicht gut gegangen bei mir. Mein Mickey, hier ist Brinas Mickey. Der war beim Zahnarzt. Der war beim Zahnarzt, der hat noch dicke Backen. Und meiner hat so einen, finde ich, so einen asiatischen Vampir-Touch. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Die Cast-Memberin war wirklich super toll, nett. Aber die Kinder waren tatsächlich besser als wir. Aber wir hatten Spaß und haben mal was Neues ausprobiert. Also das muss man ja auch mal machen, ne? Kann man euch empfehlen. Kann man empfehlen. Aber ich würde es mir jetzt nicht aufhängen zu Hause. Ja, wir machen jetzt hier noch einen Magic Shot mit Stitch und schauen wir mal, was bei den Charakteren hier so los ist. Da hinten sind ja die Toy Story Charaktere. Wir glauben viel, aber ja, wir schauen mal vorbei. Ansonsten gehen wir gleich rüber in den Disneyland Park. Machen dann noch ein paar Fotos, müssen noch was kaufen. Rina möchte noch ein paar Shoppingbilder machen. Und essen müssen wir auch noch was. Genau. Hi Woody! Howdy! How are you? The sun is lovely. So, how are you today? Good. Also, the sun is out. It's beautiful. Yes, yeah, sun bathing, right? Wie geht's dir? Good. Sorry. We have hats, right? Yeah. Howdy. So, ja, wir haben jetzt spontan Woody und Jessie getroffen. Wir dachten, komm, schauen wir mal vorbei. Weil wir dachten, ne, der Park ist so voll. Bei den Charakteren ist bestimmt auch viel los. Und tatsächlich sind wir durchgelaufen. Wir sind dahin, an den Fotopoint. Und wir konnten uns nicht mal Kamera rausholen, Handy, Jacke ausziehen, weil wir waren sofort dran. Also, da hatten wir Glück. Also schaut einfach mal immer mal zwischendurch vorbei, wie voll es ist. Ja, war echt gut. Hi Pluto! Are you scared of the dragon? Oh! Ja, cute! So cute! Ja, wir haben jetzt den Park gewechselt. Sind jetzt im Disneyland Park. Haben direkt noch Pluto am Anfang getroffen. Glaube ich 5 Minuten oder so gewartet. Ging voll klar und jetzt kommen die ersten Tropfen. Ich hätte gern hier ein Foto, Brina. Hier. In der Gasse. Bevor der Starkregen kommt. Ja, das hat tatsächlich nur ein kleiner Mini-Regenschauer. Ist jetzt schon wieder weg und jetzt ist auch wieder blauer Himmel. Also Glück gehabt. Wir suchen uns mal was zu essen. Wir wollen mal gucken bei Hakuna Matata, was da los ist. Mal sehen. Es ist gerade Mittagszeit, aber mal sehen, ob wir Glück haben und wenig warten. Ja, wir können uns eigentlich schon bei der Coco-Deko verabschieden. Wir laufen jetzt hier nochmal durch Richtung Hakuna Matata. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Denn ja, ich mag die Coco-Deko sehr. Ansonsten, ihr könnt es sehen, wieder viele Menschen. Bei Fuente del Oro ist auch schon viel los, wenn ich mir die Schlange so anschaue, Brina. Aber hier habt ihr auch Dante, der war tatsächlich nicht da, als wir zum Start der Halloween-Season da waren. Den haben sie ein bisschen verspätet aufgestellt. Ja, ich habe mir Menü 4 bestellt. Auf den Bildern ist es tatsächlich eher so ein Pide-Dönerbrot. War es auch vorher, mein Brina. Jetzt sieht es eher aus wie ein Burrito bei Fuente del Oro, aber natürlich probieren wir gleich mal. Ich habe ohne Zwiebeln bestellt, also Sonderwünsche akzeptieren wir hier. Brina hat ohne Zwiebeln und ohne Tomaten bestellt, ging auch ohne Probleme. Ja, ich habe die Pommes dazu, man kann auch Gemüse dazu auswählen. Dessert, so ein Kokosmuffin und Cola für 17 Euro und mit Jahreskartenrabatt habe ich jetzt 14,45 bezahlt. Ja, ich habe fast alles gegessen, ein paar Pommes sind übrig geblieben, aber dieser Wrap oder was auch immer das darstellen sollte, war wirklich sehr lecker. Und die Pommes, ja, sind halt geriffelte Pommes, Geschmackssache. Ansonsten, das Dessert war wirklich, hätte ich nicht gedacht, sehr, sehr lecker. Es ist halt so ein
sehr weicher Muffin gewesen mit Mango-Creme-Füllung. Es war nicht eine Creme, es war so eine Mango-Püree-Füllung. Tatsächlich sehr, sehr lecker. Ich habe mir noch Brinas mitgenommen für später oder morgen, weil mir ist es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Ja, jetzt gehen wir noch ins Emporium und dann verabschiede ich mich auch gleich bei euch. So, ein kleines letztes Castle-Update hier vom 1. November. So sieht es gerade aus. Wir sind ja in weniger als 2 Wochen. Also ich bin am 12. November wieder hier. Und vielleicht ist es auch dann schon komplett fertig. Wer weiß. Ich hoffe es natürlich. Das wäre wunderschön zur Christmas Season. Aber wir müssen uns gedulden und gespannt sein. Ja, und damit verabschieden wir uns auch bei der Halloween-Deko. Bis nächstes Jahr. Ich freue mich schon auf die Christmas-Season jetzt. 1. November ist für mich schon kein Halloween mehr, ist eigentlich schon Weihnachten, aber ich finde sie trotzdem immer noch super schön. Ja, ihr könnt es sehen, ich bin bereits aus dem Disneyland Park wieder draußen. Wir hatten wirklich einen relativ entspannten Tag, haben es einfach auf uns zukommen lassen, was wir machen. Es hat immer zwischendurch jetzt nochmal geregnet, aber irgendwie sind wir dem entkommen beim Essen, beim Shoppen. Also eigentlich ganz gut gemacht und haben echt viele Charaktere getroffen, was wir eigentlich alles nicht auf dem Plan hatten. Aber so ist das manchmal. Und ja, habe die letzten Sachen noch gekauft. Jetzt geht's Richtung Parkplatz. Aber ihr müsst nicht lange warten auf neue Disneyland Paris Videos, denn am 12. November bin ich wieder da zum Start der Christmas Season, also noch nicht mal in 1,5 Wochen bin ich wieder da. Freue mich sehr, den Park in einem ganz anderen Licht zu sehen, mit der Weihnachtsstimmung. Ich bin jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung, aber bis dahin wird es bestimmt so sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, uns hier an dem Wochenende begleitet zu haben. Wir haben jetzt noch eine sehr lange Autofahrt vor uns, sind todmüde, erschöpft, aber hat uns trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wenn es auch euch Spaß gemacht hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, auch wieder mit der Rina, dem Daniel und diesmal auch der Niki. Und Sven. Stimmt, Sven ist ja auch noch dabei. Sven kommt auch. Den Sven habe ich schon wieder vergessen. Wir sind eine Megatruppe, dann würde ich behaupten. Das wird ein super Wochenende. Ich freue mich jetzt schon drauf.